You've got a lot of nerve. Uh-huh. I think I will take you back. Uh-huh. I say you've got a lot of nerve. Uh-huh. After hooking up with that. In der Ruhe und Abgeschiedenheit seines Hundeinternats beginnt für André Vogt eine neue Woche. Innerhalb von nur 2 Monaten will der Experte hier aus 6 Trouble-Teenies auf 4 Pfoten echte Traumhunde machen. Ein besonderer Problemfall? Der 7 Monate alte Ares. Der Weimaraner rastet komplett aus, wenn er alleine bleiben muss. 2 Trainingseinheiten im Internat haben Hund und Herrchen bereits erfolgreich gemeistert. Doch nun will André den beiden ganz besonders auf den Zahn fühlen. Heute besuche ich Christian und Ares zu Hause. Im Schloss haben wir ja schon die Ruhedecke aufgebaut. Und jetzt wird es höchste Zeit, dass wir mit dem Alleinbleibtraining zu Hause beginnen. Beim Training im Internat hat Ares bereits gelernt, die sogenannte Ruhedecke zum Entspannen zu nutzen. Ein Kauknochen half dabei. Gucken wir mal, was er damit macht. Das Ergebnis? Ares konnte in fremder Umgebung einige Minuten allein bleiben. Ach, hi. Hi. Grüß dich. Na? Na? Komm rein. Ares. So, Christian, dann lass uns mal die Taktik von heute besprechen. Denn heute wird's ernst. Heute geht's jetzt endlich mal ins richtige Alleinebleiben. Die Basis haben wir uns ja schon so ein bisschen gebaut mit der Ruhedecke. Und mein Ziel wäre heute, ist, dass wir den Ares gleich genau an dieser Stelle, also an einem Ort, den er schon mit Ruhe verbindet, begrenzen werden. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen können. Zunächst möchte André aber überprüfen, ob Ares Besitzer das im Internat Erlernte auch zu Hause umsetzt. Lass die Leine fallen und geh weg. Und ich sehe, du warst fleißig. Das erkennt man daran, dass er sich sofort hinlegt. Er weiß eigentlich schon genau, was an diesem Ort irgendwie erwartet wird. Das ist schon mal toll. Und beim Training fürs Alleinebleiben geht es erstmal gar nicht um die Haustür, sondern dass wir uns erstmal innerhalb des Hauses hier ein bisschen bewegen können, also außer Sicht sind. Ja, zwischendurch kannst du immer mal wieder kommentarlos hingehen, wenn du ein gutes Gefühl hast, und ihn auch durchaus mal belohnen. Ne? Kamera hast du ja hier schon, ja. Mit dem Handy verbunden. Ja, genau. Ja, beim Training ganz wichtig, ein Live-Bild macht die Sache einfacher und ist ja heutzutage technisch überhaupt gar kein Problem mehr. Also entfernen sich beide erst einmal auf Sicht von dem Weimaraner Teenager. Jetzt musst du korrigieren und ruhig wieder zurückführen. Und weiter geht es. Und dabei nie die Ruhe oder den Hund aus dem Blick verlieren. Macht Ares alles richtig, wird er punktuell belohnt. Gut, dann komm mal zu mir, Christian. Das macht er ja recht gut. Natürlich weiß der, er ist noch nicht alleine. Ja, das kriegt er auch mit. Hunde sind nicht blöd. Wir trainieren jetzt trotzdem mal so ein bisschen weiter. Ich möchte so eine kleine Basis heute schon haben. Und das nächste sind jetzt die sogenannten Schlüsselreize. Also das sind Geräusche oder irgendwas, was passiert, wo er was mit verbindet. Also du nimmst deinen Schlüssel hier weg. Ja. Das Geräusch davon, ja, ist für viele Hunde so ein Alarmsignal. Oh, es geht entweder raus, wir gehen spazieren. Ja, oder aber du gehst eben weg. Das können wir ruhig mal mit reinmachen. Das heißt, nimm mal deinen Schlüssel und mach da auch eine. Genau, dann geht einfach so der Kopf hoch, ne? Und das kennt er. Und jetzt tauchst du aber wieder auf. Schlüssel kannst du hier lassen. Und das können wir jetzt quasi abarbeiten. Das heißt, diesen Schlüsselreiz trainieren wir jetzt so lange, bis eben nicht mehr der Kopf hochgeht, sondern er einfach gelassen da liegen bleibt. Und dann taucht der Christian wieder auf und dann können wir weiter trainieren. Und zwar genau so lange, wie Ares auch liegen bleibt. Hey. Kommt er aus dem Körbchen heraus, dem Hund seinen Fehler körpersprachlich erklären und ruhig zurückführen. Das sieht doch schon sehr gut aus. Okay, pass auf, komm, wir sind mal mutig. Wir nehmen jetzt noch mal den Schlüssel und wir gehen jetzt auch mal ganz kurz raus. Weil am Anfang geht es wirklich nur um Sekunden. Er ist ganz, ganz aufmerksam. Natürlich. Aber er bleibt da, ist auch ruhig und entspannt. Geht trotzdem jetzt wieder rein. So, das waren jetzt schon ein paar Sekunden. Er hält es aus, wir sind wieder da. Und jetzt ist auch interessant, wie verhält er sich? Du kommst wieder, ja, und wenn du da einen Hund siehst, der total aufgeregt wird und Schwänzchen wieder hintersteht, ne, dann ist das quasi ein Zeichen dafür, dass er Stress hatte. Also baut den Stress ab und guck mal hier. Ist ruhig. So muss es doch aussehen. Also das Ganze einmal wiederholen. Bleibt Ares wohl auch diesmal ruhig? Gar keine Reaktion. Ja, der merkt es gar nicht. Oder hat sich schon dran gewöhnt. Komm, wir nehmen die andere Tür auch noch mal und prüfen das. Man muss hier auf Details achten. Ne? Manche Hunde reagieren auf die erste Tür gar nicht, auf die zweite Tür total. Oder auf den Schlüssel gar nicht, dafür aber auf dein Auto. Ne? So, jetzt sind wir definitiv hier draußen. Das heißt, wenn die Tür jetzt zugeht,
haben wir fast alle Rituale mit eingebaut. Und du siehst, er ist entspannt. Trotzdem werden wir das Ganze jetzt hier nicht übertreiben. Das ist der Fehler, der oft gemacht wird, weil man denkt, ach komm, geht doch noch. Ja? Es ist wie beim Computer, du musst rechtzeitig abspeichern. Ja? Mhm. Ich möchte, dass er jetzt gleich die Erfahrung macht, nach ein paar Minuten, was ich schon viel finde. Mhm. Klar, du denkst an deine 3-4 Stunden, dass du mal ins Kino gehen kannst oder sowas. Ne? Das werden wir auch erreichen. Aber eben die ersten 10, 20 Minuten, die sind wichtig, dass er da möglichst überhaupt keinen Stress hat. Und den hat Ares offensichtlich nicht. Schließlich hat der Teenie eine Kauablenkung gefunden. Das war interessant auch. Wenn wir wieder reinkommen, bleibt er entspannt und relaxed. Das ist oft nicht so, also eigentlich ein sehr gutes Zeichen. So, super erstes Training. Ich würde das jetzt hier auch an der Stelle beenden. Wir lassen ihn aber noch in Ruhe da sein Kauartikel zu Ende bearbeiten. Der Anfang ist gemacht und das muss jetzt wie so ein kleines Pflänzchen ordentlich gepflegt werden. Jeden Tag trainieren. Bitte berichte mir, schick mir gerne auch mal ein paar Videos, wie er da ganz entspannt liegt und dann sehen wir uns beim nächsten Training wieder. Okay, mach mal. Alles klar, viel Spaß noch. Tschüss. Danke. Ares hat also auch die dritte Trainingseinheit perfekt gemeistert. Ich bin mit dem ersten Training zu Hause sehr zufrieden. Hatte ich mir gar nicht erhofft, dass wir schon minutenlang draußen stehen können und Ares entspannt bleibt. So kann es auf jeden Fall weitergehen.